Ja, hallo und willkommen zu einer neuen Folge Howard spielt. Planet Coaster. So, heute will ich ein bisschen auf die Wege, also den Wegebau eingehen und die Gestaltung ringsrum. Und dazu öffne ich halt wieder meinen eigenen Park, weil die ganzen anderen Parks, die kennt man ja aus Reviews, aus Vorschauen und anderen Videos von anderen Leuten. So, na dann wollen wir mal. Ich habe den Park ein bisschen weiter gebaut, aber seht selbst. Ja, die Musik ist so toll, die erinnert mich ein bisschen an Sims zum Beispiel. Was auch immer sehr melancholisch ist. Wie ihr seht habt, ich hab das Burgthema ein bisschen ausgereizt und habe noch einen Freefall dazu gebaut, der sehr gut besucht ist. Aber irgendwie so ratschen die Leute nicht weiter. Gut. Aha. Hier geht's. Muss ich hier los? Ja. Ja, so sieht's aktuell aus. Hier habe ich Essensstände drin und Toiletten. Achso, und ich habe einen neuen Coaster gebaut. Ja, ich dachte mir, eine neue, etwas größere Achterbahn wäre gar nicht so verkehrt. Fängt gemütlich an. Eine kleine Smoothie-Fahrt, bis dann zum Lift hier geht, der relativ hoch ist. Die Stützen dazu sind einfach super gemacht. Oh, na huch. Ja, hier haben wir einen schönen Turn. Oben ein bisschen langsam. Ich glaube, da werden die seitlichen Gehkräfte ganz schön hoch sein. Hier haben wir nochmal so einen Turn. Wobei die Stützen hier, naja, etwas unpraktisch sind. Eine Blockbremse. Wieder seitliche Gehkräfte. Hier ist ein Schluss, wie man sieht. So, Wegebau. Also man kann hier bei Path, bei Wege, kann man verschiedene Typen wählen. Dann hat man, also man kann frei platzieren. Man kann die Länge verändern. Also kann man halt länger machen, wie man sieht. Jetzt nicht reinquatschen. Und die Breite kann man natürlich verändern, wie man sieht. Man hat verschiedene Wegetüten. Was ist? Quatsch mir nicht dazwischen, jemand. Man kann halt die einzelnen Wegetypen auch natürlich miteinander verbinden. Das Bump-Mapping bei den Wegen ist auch sehr cool, muss ich sagen. Man hat die Fugen, sieht man schön. Ja. Dann können wir ja mal gucken. Ja, also wie man sieht, kann man das halt schön verbinden. Also man kann schöne Gestaltungen damit machen und halt nicht so wie bei Roller Coaster Tycoon 3, dass dann halt nur diese eckigen, kantigen Wege sind, sondern jetzt kann man wirklich schöne, geschwungene Wege bauen. Das macht einfach alles viel harmonischer und lässt alles viel realistischer aussehen, natürlich. So, die Gestaltung. Ja, wir haben hier Scenery. Da haben wir jetzt aktuell nur das Piratenthema drin. Und bei Natur haben wir ein paar Bäume und Büsche, Steine und so weiter. Ja, hier haben wir ein paar Schilder. Das ist für die Essensstände und für die Coaster kann man das nehmen. Ist natürlich dann halt auch wieder zur Parkgestaltung des übrigen Waldes. Die Natur, also die Gestaltung, kann man einfach frei, wie man will, bauen, auch übereinander. Und so kriegt man richtig schöne
Themenbereiche hin. Oder halt, dass es auch realistisch aussieht, die Natur. Drehen kann man das Ganze auch, indem man Y oder Z gedrückt hält. Kann man das dann frei bewegen. Oder halt mit Shift die Höhe verstellen, alles stufenlos. Was? Nix geht. Ja, das, so ist es auch mit den Bullen. Die sind eigentlich relativ realistisch, muss ich sagen. Das ist, ich mache ein Review, einen Spieltest. Ja. Für die Community und hast nicht gesehen. Ich spreche mit niemandem. Ich nehme das auf. Das wird dann bei YouTube hochgeladen. Wirklich? Ja! Du bist nicht ruhig. Ich weiß. Gut, ja. Was ich ein bisschen schade finde, ist, wenn man bei Buildings zum Beispiel jetzt hier die Essensstände baut. Kann ich ja mal zeigen. Achso, das ist auch cool. Man kann sie frei platzieren, wie man sieht. Aber sobald man einen platziert hat, dann ergibt das diesen Gebäudebereich. In dem Bereich kann man dann halt die einzelnen Essensstände platzieren. Und kann dann die Wege ranbauen. Aber was ich ein bisschen schade finde, ist, dass wenn man den Weg hier so weiterzieht, dass er sich nicht mit den übrigen Essensständen oder halt Gebäuden verbindet. Also man muss wirklich immer so machen. Dann so. So. Huch! So, und dann kann man das erst verbinden und anders geht's halt irgendwie nicht. Ich weiß auch nicht, ist irgendwie ein bisschen schade. Aber ich denke mal, das werden sie noch verbessern. Zack. Ja, das ist die einzigste Möglichkeit, wie man jetzt aktuell die Essensstände so verbinden kann. Oder man baut sie halt weiter auseinander. Das geht auch. Aber wie gesagt, das wird noch verändert. So, und jetzt haben wir unseren Gebäudebereich hier. Den können wir jetzt hier anklicken. Wie ihr seht, sind dann alle markiert. Dann geht man auf Editieren und so kann man dann halt Wände dazu bauen. Zack. Also das ist so dieses typische Rollercoaster Tycoon. Nur was halt noch dazu kommt, ist, das zeige ich euch gleich, dass man dann halt einen Blueprint daraus machen kann. Na, das geht auch erst später, nicht jetzt. Das heißt, wenn ich jetzt fertig bin, kann ich meinen anklicken und kann das halt hier komplett moven. Das, was ich gebaut habe. Das Problem ist bloß, dass dann jetzt halt die Wege nicht mehr funktionieren. Das heißt, man drückt Escape und dann ist halt wieder alles wie vorher. Man kann natürlich auch hier die UNO-Taste nutzen und die Radio-Taste, also das Vor und Zurück. Ja, und dann kann man das halt abspeichern oder kopieren. Ja, das ist eigentlich gar nicht so schlecht, dieser Baumodus. So, was sagt die Zeit? 1 Minute 50 habe ich noch. Ja, die Rides kann man auch sehr schön gestalten. Das heißt, wenn man jetzt hier zum Beispiel das hinbaut, muss man zuerst anfangen, bevor man öffnen kann mit dem Eingang. Dann einen Ausgang. Kann man frei am Zaun ringsherum um das Fahrgeschäft platzieren, wie man will. Dann einen Wartebereich hinzufügen. Der geht nur, ich weiß gar nicht, ob der jetzt auch breiter geht, aber ich glaube nicht. Doch. 4 Meter breit. Aber ich finde die kleineren Wege eh besser. Oder beziehungsweise die 3 Meter breiten. Somit das Realistische. Man kann natürlich auch die simplen Warteschlangen bauen. Also wenn man hier den rechten Weg anwählt. Na, komm schon. Bist du wohl. Ja. Das sind so diese typischen Wege, sag ich jetzt mal. Dann kann man, achso, man kann den Weg nicht einfach so verbinden mit, also die Wartebereiche nicht einfach so verbinden mit einem anderen Weg. Sondern man muss dann hier, Ticket, das dann ein bisschen drehen. Nein! Zack. Und dann, wieso verbindet sich das jetzt nicht? Jetzt. Nein! Egal. Machen wir jetzt hier einfach einen Weg rum. Oder den löschen. So, zack. Ja, das mit dem Wegen, das, boah, ich denke mal, das werden sie noch ein bisschen besser machen. So, dann hat man halt bei jeder Attraktion immer einen Ticketwärter, die auch ganz cool sind, aber wenn die Leute reingehen, die machen einfach, die stehen einfach nur da und ja, sind hübsch. Das war's. Und dann halt noch einen, natürlich noch einen Weg vom Ausgang.
Ne? Ist ja logisch. Oh nein, die Zeit ist abgelaufen. So, ja gut. Die 10 Minuten sind rum. Dann gibt es morgen wieder ein neues Video von mir. Also dann, man sieht sich. Tschüss!